Hi Ladies! Carla hat mich gebeten, für Sie ein 20er-Jahre-Outfit zusammenzustellen, denn sie tanzt sehr gerne Swing und dazu braucht sie ein Kleid, was Pep hat. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Wunsch erfüllt. Doch noch zuvor als Hinweis: Wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und ihr zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf. Oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu mit den Deals, damit ihr nichts verpasst. Carla, dieses Kleid, dieses Outfit hat mir sehr viel Spaß gemacht zusammenzustellen, denn ich liebe selber diesen Swing der 20er, 50er Jahre. Das muss wirklich eine geniale Zeit damals gewesen sein. Und damit ihr nicht nur die Musik jetzt noch hört, sondern auch dieses Gefühl von damals noch auf der Haut spürt, habe ich hier ein Outfit, das wird ein Kleid herausgesucht, was in den Zeit perfekt reinpasst. Und als Hinweis, wenn ihr euch fragt, was ist denn so typisch Swing 20er Jahre und Co., einfach darauf achten, eine tief sitzende Taille zu haben, einen Kleid oder ein Outfit, dann habt ihr wirklich schon mal die richtige Richtung eingeschlagen. Und dies ist bei diesem Kleid gegeben. Und nicht nur das, sondern das Kleid kommt quasi zweigeteilt: einmal der Rock und einmal das Oberteil. Der Rock selber ist untenrum schön ausgestellt, dass er beim Tanzen oder allein schon beim Laufen jede Bewegung schön unterstreicht und euch diesen gewissen, ja, Swing gibt sozusagen. Und das Oberteil ist wirklich im Detail versteckt genial designt, denn es hat erstmal einen blickdichten Unterstoff, der das Ganze erstmal abrundet, und oben drüber ist ein transparenter Stoff, der hinten sogar geteilt ist mit vielen, vielen kleinen Bling-Bling-Steinchen drauf, damit das einen, ja, herrlichen, schönen Look gibt und auch in diesen, ja, 20er-Jahres-Stil gehalten ist. Und damit zu tanzen werdet ihr lieben. Allein schon, ja, zur Party zu gehen sozusagen, dieses Gefühl, es ist ein Gefühl, was man eigentlich fast gar nicht beschreiben kann. Aber jeder, der schon mal so ein Kleid getragen hat, weiß, von was ich spreche. Und dieses Kleid ist wirklich genial. Und das kann ich Carla nur empfehlen. Doch ich weiß auch eins: Tanzen, Swing, das geht irgendwann auf die Füße. Deswegen werde ich hier kein High-Heel, kein Pump empfehlen, sondern etwas sehr Luftiges und etwas, was wirklich so bequem ist, dass man es auch noch, ja, am besten gar nicht mehr ausziehen will. Und da habe ich mich entschieden für eine Sandale. Ist gar nicht so typisch, aber mit Absicht, denn die Sandale ist sehr bequem, sehr luftig und es passt auch sehr genial zu diesem Kleid. Warum? Ganz einfach. A, bequem, weil es ist eine Sandale. Es ist flach, kein Absatz, damit würdet ihr lange unterwegs sein können und die Füße sind perfekt. Aber bei einer Sandale hat man natürlich das Problem, dass man vielleicht nicht so gut drin sitzt. Deswegen viele, viele kleine Riemchen, die den Schuh wirklich am Fuß richtig schön, ja, halten und dann dadurch einen Halt und einen Sitz gibt, dass es wieder sehr bequem ist. Und der Look, die Fransen auf der Sandale, typisch 20er Jahre. Und dann habt ihr schon mal mit diesem Schuh und diesem Kleid einen Look, das perfekt zu Swing passt, zu 20er, 50er Jahre. Herrlich. Doch wir leben ja heute und ich weiß, auch Carla hat ein bisschen Pep. Und das habe ich jetzt überlegt, das muss ich da reinbringen. Wie mache ich das? Und da habe ich gesagt, oh, das könnte vielleicht ein Stilbruch werden, aber nein, ist es nicht. Denn ich habe hier eine Handtasche rausgesucht von Fritzi von Preußen. Also es ist direkt ein Designer, der wirklich geniale solche Taschen macht. Und sie ist in Rosa. Und es ist schon doch ein ganz schöner Kontrast, aber genau das gibt diesen Pep und tut das, dieses 20er, dieses Lebensgefühl, dieser Swing nochmal unterstreichen. Und mit dieser Handtasche habt ihr nicht das Problem, dass ihr irgendwas zu Hause vergisst, sondern sie ist groß genug und hat schöne Aufteilungen drin, damit ihr nicht ewig nach euren, ja, Accessoires suchen müsst, was ihr so mitnimmt. Und das ist doch herrlich, oder? Nein, da fehlt nämlich noch was. Um das Ganze abzurunden, habe ich mir hier ein i-Pünktchen herausgesucht, was das Ganze, ja, perfekt abrundet. Denn der Schmuck darf nicht fehlen. Und der Schmuck meine ich hier mit dieser Perlenarmband, denn diese Kette ist auch im gleichen Farbton wie die Handtasche gehalten und mit kleinen goldenen Verzierungen, was ihr am Armband am besten auf der anderen Seite tragt, wo nicht die Handtasche habt, damit das ein bisschen ausgewogen ist, ein Einklang bildet und damit ein Outfit habt, was ihr von vielen anderen Mädels und Frauen wirklich beneidet wird, weil es einfach, ja, genial aussieht. Und
Es ist alltagstauglich. Genial, oder? Was auch genial ist, ist, dass ihr so ein Outfit wie Carla auf euch genau zugeschnitten bekommen könnt. Wie? Ganz einfach, indem ihr unten in die Kommentare so genau wie möglich schreibt, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht, und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein Video hier, die dazugehörigen Outfits nicht und die Deals und Sales. Ist das ein Deal?